Neues Spiel. Ich sehe nichts. Ich soll mich aber... Hier unten bin ich. Unten rechts. Ich sehe doch gar nichts. The fuck? War das richtig? Okay, jetzt können wir uns mal eine Cutscene. Okay. Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Leise. Ich aber habe das Antlitz der Zeit gesehen. Und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin und warum ich so spreche. Setzt euch, und ich erzähle euch ein Märchen, wie ihr es noch nie gehört habt. Zuerst wisset, dass ich der Sohn Scharamans bin. Scharaman! Gegen persischen Königs. Auf dem Weg nach Azad durchquerten wir mit einer Handvoll Männer Indien, wo die Hoffnung auf Ehre und Ruhm meinen Vater zu einem fatalen Fehler verleitete. Jetzt, mein Sohn! Ich muss die Stimmen wieder höher stellen. Junge, so gut gerettet. Ich hoffe, ihr erinnert euch eures Versprechens. Die Schatzkammer des Maharajas liegt dort. Seht, wie er reitet. Wie der Sohn eines Kriegers. So reite ich. Abgeworfen. Kann es sein, dass dieses was? Ja, das ist ein fucking Grafikfehler. Ich habe Mitleid verspürt, als ich die Zerstörung sah. Oder ich sei nachdenklich geworden, als ich merkte, wie schnell eine heile Welt in einen Albtraum verwandelt werden kann. Nein, man sieht nicht. In diesem Moment hatte ich nur eines im Sinn. Ich wollte in meiner ersten Schlacht für meinen Vater Ruhm und Ehre erringen. Man sieht nichts. Oh, ich muss nochmal. Okay, das skippen kurz. Oh no. Grafik. Spezialeffekte. Mal auf Mittel. Schatteneffekte keine. Nebel aus. So, vielleicht hilft das ja schon mal. Ja. Oh lol, okay. Gut, wir starten nochmal neu. Möchtet ihr gehen, bevor die Geschichte zu Ende ist? Ja, möchte ich. Das ist aber auch witzig, dass er das fragt. So. Jetzt sehen wir auch was. Oh. Digga, der Nebel ist verbuggt. Hey, dafür guck mal, wie flüssig die Animationen damals schon waren. Digga, das ist 2002 oder so. Crazy. Ganz ehrlich sagen. So, die hatten wir jetzt gesehen. Die noch nicht. Ihr glaubt, ich habe Mitleid verspürt, als ich die Zerstörung sah? Oder ich sei nachdenklich geworden, als ich merkte, wie schnell eine heile Welt in einen Albtraum verwandelt werden kann? Ihr irrt gewaltig. In diesem Moment hatte ich nur eines im Sinn. Ich wollte in meiner ersten Schlacht für meinen Vater Ruhm und Ehre erringen. Okay, ja, warte. Jetzt können wir nämlich mal die Stimmen wieder höher machen. Okay, Lautstärke Sprache dann anscheinend auf 100. Yes. Ich will mal kurz gucken, was es bei erweitert. Trilinear. V-Sync lasse ich erstmal an. Texturqualität hoch. Naja. Okay. Spiel, da war nichts, ne? Ne? Sonst hatte ich alles, naja. Ja, hier drin ist es jetzt viel zu lang. Also in dem Menü kannst du nichts ändern an der Maus-Sensi. Es wird einfach gelockt. Das heißt, hier muss ich dann wieder mal auf. So, machen wir mal 20. Gucken wir mal. Ja, das ist besser. Hey, guck mal, wie sauber die Animationen damals schon waren. Ah, und hier kann man dann gehen oder sprinten. Und was mache ich jetzt hier? Soll ich das irgendwie aufbrechen, oder? Oh. Oh, ja, oh, oh, ja. Okay. What the fuck am I doing now? Mir wird nicht angezeigt, was ich machen soll. Ich kann auch nicht nach oben gucken. Ah, lol, nach unten habe ich dann so eine Riesensicht. Hier. Oh, cooler Jump, Bruder. Komm ich da so hoch? Ah. Oh, oh krank.
läuft ja besser, als ich gedacht hätte von Anfang an. Digga, ich muss trotzdem noch ein bisschen höher machen, die Maus-Sensi. Ist noch nicht so ganz klar. Wait, nicht Sound. Steuerung. 30? Ja, ist besser. Was? Wand hochlaufen? Lauft auf die Wand zu, wobei ihr die Taste, Leertaste wahrscheinlich drückt. Nein. Sprint? Nein. Rechtsklick? Ah, Rechtsklick. F für die Ich-Perspektive. Ah, ganz kurz aber auch nur. Oh, was war Q? Q war für die große Sicht. Okay. Läuft besser als ich gedacht hätte. Digga, da sind, hat man gerade die Animation von dem Ding gesehen hier? Von dem. Hier, guck mal. Selbst das reagiert auf mich. Das, ich hab ganz ehrlich, ich hab viel Schlimmeres erwartet. Oh. Komm her, piece of shit. Kann ich irgendwie blocken? Wird mir das jetzt erklärt? Oder? Linksklick anzugreifen, habe ich das Spiel gedrückt zu blocken. Ah. Oh wow, okay. Ja, wow. Din. Piece of shit. Ja. Weg mit dir. Easy Pleb Game. Und hoch hier, oder? Yes. Piece of shit. Oh, noch einer. Junge, ich hab's blau. Oh. Beste Kämpfer im Persischen Reich. Alter, Assassin's Creed 1, ja, du sagst es. Nur in gut. Nur in gut, Digga. Ganz ehrlich, die Animation, alles ist mega flüssig. An diesem Tag viele Männer, um von ihrem König die Worte zu hören, die einst Chosroe zu Rustam sprach. Chosroe. Das ist der tapferste meiner Krieger. Doch als mein Schwert Blut kostete, wusste ich, nicht durch Töten würde ich die Anerkennung meines Vaters erlangen, sondern als der Mann, der zuerst die Schatzkammer des Maharajas findet. Hm. Bitches. Verfickte Prinz von Persien ist hier unten. So, wer will denn aufs Maul? Einmal eine Reihe aufstellen, bitte. Die Kamera ist weird, aber ich krieg das irgendwie hin. Aua. Au. Get fucked. Nächster, komm. Oh, wow. Das macht ein Hit. Der kann gut blocken, der Junge. Diese Bitch. Oh. Den haben wir. Oh. 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 Ja. Oh. Digga, die Kick-Animation ist so mega sick. C, um mein Schwert wegzunehmen. Digga, du kannst mir nicht eine Millisekunde einen Tipp anzeigen und dann ihn wieder wegnehmen. Keine Ahnung, was ich tun soll. Muss man hier so Sachen kaputt machen? Muss man da was von? Nee, ne? Ja, Assassin's Creed 12 ist das. Sag ich dir, wie es ist? Manchmal habe ich Kontrolle über die Kamera, aber meistens nicht. Ich laufe auf die Wand zu. Und dann? Springen, oder nicht? Was soll das? Wait. Nee. Wand entlang. Ach, rechts, oder? Rechtsklick? Warte mal. Rechtsklick? Ja, rechtsklick. Das war cool. Jetzt bin ich in Zeitlupe gerade. Warum bin ich jetzt gerade in Zeitlupe? Muss ich mal runter? Ah, jetzt. Ho! Ho! Übel nice. Voll vergessen, dass es hier in dem Game auch gang und gäbe ist. Also wann Destiny... lass mich kurz aufs Datum gucken. So, 14. Februar 2023, wenn du Lust hast. Oh. Gesundheit. Ich muss nur Water trinken. Water. Stop capping. No cap. Ich habe genug Sachen, die ich bis dahin noch spielen muss. Rhythmus. Circa, aber auch nur. Also könnte auch gegen März oder April dann sein.
wenn das nächste schlechte DLC rauskommt. Oh, oh, ist das witzig, weil es wahr ist. Beyond Light war ja schon, jetzt kommt irgendwas anderes, Lightbringer oder so ein Shit, ich weiß nicht, wie es heißt. So, ihr Bitches. Die machen einfach nur Hard Cash aus dem Game, finde ich ein bisschen traurig. Was soll ich sagen? Ich muss immer angucken, wie ich das Schwert wegstecke, das ist wichtig. Witch Queen kam auch noch raus. Und jedes davon 30 Euro oder so, wenn ich mich nicht irre? Liege ich da richtig? Oh! Oh. 10. Okay. Und jetzt? Hoch nochmal. Junge, kommt jedes Game, jedes Jahr eine Erweiterung halt. Ja. Ich glaube, in einem Jahr kamen sogar zwei, oder nicht? Weiß nicht, aber die Erweiterungen davon sind. Weiß ich nicht. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob das meistens das Geld wert war. Eine habe ich, glaube ich. Und danach habe ich gesagt, ich kaufe keine mehr. Keinen Sinn macht. Ich bin's, Bitches. Und rein. Um über einen Gegner zu springen, bewegt er auf ihn zu und drückt leer. Ho. Yeah. Ho. Yeah. Krank, Junge. Ho. Ho. Bitch. Bitch. Wird immer besser, okay. Ja gut, seitdem Destiny oder Bungie Sony gehört. Ja, richtig, richtig. Hey, das ist cool mit dem Springen, das wusste ich nicht. Kurz wieder angucken. Kampf ist vorüber. Actually, das Game sieht nicht so schlecht aus, wie ich dachte, oder? Findest du, dass das Game bad aussieht? Ich finde nicht, ehrlich gesagt. Kann ich nicht hier wieder Wasser trinken? Nee, irgendwas stand hier aber eben, oder? Da. Leer um ein... Oder? Bitch. Ho. Nice. Warum bin ich eigentlich immer in Zeitlupe zwischendurch? Ah, jetzt nicht mehr. Tomb Raider sah schlimmer aus. Ja, stimmt. Tomb Raider hat mein Vater meine ganze Kindheit lang gespielt. Die ganzen alten PS1 und PS2-Teile. Soll ich beim nächsten Mal von hier ab weiter erzählen? Ja, gerne. Klar möchte ich speichern. Was eine Ehrenfrage, Alter. Speichern. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Hä? Voll, also sorry, voll nice bisher. Auch die Erzählung und sowas, ich finde, das hat was irgendwie, muss ich schon ehrlich sagen. Wait, ich muss hier runter, ne? Und ich muss sagen, Maus und Tastatur spielt sich das actually ziemlich gut. Von wo muss ich? Ah, da muss ich rüber, aber wie komme ich da hin? Muss ich nicht hier vielleicht rum oder so? Warte mal. Ne, wenn die Kamera auch so ist, müsste ich wahrscheinlich hier so hoch. Ne? Ich kann auch nicht abspringen, okay. Kann man hier klettern einfach? Nee. Hier? Nein. Ich muss noch understanden, wie ich hier rauskomme aus dem Tomb. Vielleicht muss ich auch wallrunnen oder so, mal gucken. Von der anderen Seite. Kommst du hier bitte wieder hoch? Von der anderen Seite. Und dann abspringen vielleicht? Stört's mir fast! Easy. Der Beste jetzt schon in dem Spiel. Kann ich wahr sein. Ah, jetzt darf ich. Nice. Und läuft richtig gut. Er, außer Reichweite. Der Dolch der Zeit. Dolch der Zeit. Eine würdige Trophäe für den Sieg in meiner ersten Schlacht. Wenn ich ihn doch nur erreichen könnte. Oh, das kannst du, mein Junge. So wie du an Wänden läufst, träumt manchmal. So, und jetzt soll ich wieder jumpen, ne? Easy. Was für erreichen können, Bruder. Achso, das muss ich aufmachen. Muss ich erstmal gucken, wo. Bitte? Wo ich hier irgendwas. Muss ich unten was öffnen? Nee, ne? Okay. Mal kurz überlegen, was man hier so machen kann. Sollte ich vielleicht wirklich erstmal runter? Weil ich hab's direkt hier hochgeschafft. Ich glaube nicht, dass es richtig war, wenn ich ehrlich bin. Oder? Muss ich hier was drücken?
Muss ich vielleicht doch erstmal runter. Oder? Gehen wir mal. Die Sanduhr zog mich in ihren Bann. Aber sie zu bewegen, bedurfte es eines Dutzend Soldaten meines Vaters. Ich brauchte eine handlichere Beute. Richtig. Aber wie kommen wir an die Beute, ist die Frage. Komm ich nur wieder hoch, oder? Wait, da ist ein Durchgang? Oder kam ich daher? Da kam ich nicht her, ich kam noch von hier, ne? Ho! Na, fast. Okay, dann muss ich vielleicht wallrunnen darüber. Probieren wir es einfach. Muss ich... Wo ist der andere Pfeiler? Das ist der einzige hier. Okay, ich bin da, kann ich nur wieder mit an den Start sozusagen. Okay. Allein die Animationen und so, no joke, die sind actually ziemlich nice. Oder findest du nicht? Ich finde, die sind echt gut gelungen. Ganz ehrlich sagen. Zwar weird mit Rechtsklick halt so Wallruns und so zu machen, aber das geht schon. Oder muss ich dann hier raus wieder? Ah. Oh. Gefährlich. Weich den rotierenden Stangen. Achso, ich wollte jetzt komplett reinlaufen, ehrlich gesagt. Okay. Dann, gehen wir mal runter. Oh. Bin zu slow! Au. Hook juckt mich auch gar nicht. Warum soll ich den ausweichen? What the fuck? Au. Kann ich hier auch Wasser saufen? Wasser braucht jeder nur zum Leben. Das weiß nämlich der persische Prinz natürlich schon. Komm ich hier irgendwo? Ich kann nicht sehen. Ah. Komm ich irgendwo ran? Nicht wirklich. Nee. Komm ich nirgends ran. Muss ich vielleicht von oben irgendwie runnen und dann weiter? Oder wie läuft das? Ich kann ja nicht einfach um die Ecke runnen hier. Doch, kann ich. Ah, ich muss da auf... He dead, Junge, he dead. Nein, so hat es sich nicht zugetragen, Tammy. Nein, so hat es sich nicht zugetragen. Okay. Ich kann eventuell ja den rotierenden Stangen nochmal ausweichen, wenn meine Kamera sich drehen lassen würde. Angst. Ah, nice. Okay. Oh, wie weit kann er denn laufen? Das wusste ich nicht. Okay. Was? In die Richtung? Also S? Nee. Also D? Ah, okay, okay. Soll das? Okay, ich muss links lang. Jetzt hier. Huh. Jetzt schon besser als hier ist Assassin's Creed. What the fuck? Kann ich meine Kamera drehen? Muss ich hier wohl runter, oder? Oder hier lang? Na, links geht nicht. Ach, hier müsste doch gehen, oder? Nee, auch nicht. Oder einfach nur runter. Warte mal, runter. Ja. Bruder. Wollte sein, das fällt. Ja. Gut, dass ich nicht runtergegangen bin. Oh. Hey, du sollst darüber, nach links. Geht nicht? Wie komme ich denn sonst hier weiter? Wait, what? Komm ja nicht, ich kann ja mich nicht noch einfallen lassen, oder? Nee. Nein, sollte es hier nicht so getan. Halt. So ist es nicht geschehen. Wo war ich? Ach, das ist sozusagen, dass er dann so falsche Erzählungen macht. Und dann so, ah nee, sorry, da irre ich. Da habe ich mich geirrt. Das war nicht so. Das ist ja witzig. Kann ja... Oh, doch, es geht. Habe ich irgendwie gedoppelt zählt letztes Mal? Ich weiß es nicht. Uiuiui. Und jetzt wieder hoch. Ja. Wieder hoch. Richtiger Scheiß hier.
Okay. Dann auf leer. Also vom Vorsprung weg wäre aber so. Ja. Ah. Got it. Ho! 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 Und nochmal ho! Jetzt runter, oder wie? I guess. In this direction. So, bitches. Fucking bitches. Ach, das Spiel studiert früher. Ich kenne das doch alles. Brauchst mir gar keine Tipps mehr anzeigen. Bin drin wieder. Meine Maus bewegt sich halt kein... Wow! Meine Maus bewegt sich halt kein Stück. Komm ich nicht so weit, oder? Achso, jetzt. Ah, den alten Hasen, den man aus allen möglichen alten Games kennt. Ho, ho, ho. Na geht doch. What the fuck? Sand. Sand? Und zurückgedreht. Ha! Oder sicher, Mann. Ich besaß, wofür ich gekommen war. Es war an der Zeit zu gehen. Sofort. Sofort! Jo! Das war. Hä? Zurückspulen. Das Wunder will, dass mir in der Schatzkammer das. Ah, ihn zurückspulen! Ja, das ist ja geil. Das Wunder, welches mir in der Schatzkammer des Maharajas zufällig erfahren war. Meine Fehler einfach. Belieben auslösen. Außer mit einem kleinen Schalter am Schaft des Dolches konnte ich die Zeit zurückdrehen. Also das ist kein Sand mehr. What the fuck am I doing that? Ah, da vorne ist eine Lücke. Oh. Nice. Una. Voll nice bisher, no joke. Prince of Persia war auch so eine kranke Spielerei und die so, wir machen das nicht weiter, nee, das lief nicht gut. Junge, jeder hat's geliebt. Oh. Vater, ich habe uns Ruhm und Ehre gebracht. Euer Majestät, ihr versprach mir freie Wahl unter des Maharajas Schätzen. Dieser Dolch. Sicher überlässt du dem Jungen ein Andenken an seinen ersten Kampf. Du hast die freie Wahl aus allen anderen Schätzen des Maharajas. Er wollte den Dolch haben. Loser. Sie eignet sich gut als Geschenk für den Sultan von Azar. Will er seine Zeit zurückdrehen? Der ist nämlich am Sterben, glaube ich. Tiere für sein Bestiarium. Und ein halbes Dutzend Sklavinnen. Ja, das sollte. Er will Zeit zurückdrehen. Who the fuck is this beauty? König Scharaman ist ein gnädiger Sieger. Joa. Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. War früher nicht unüblich. Ja, ich glaube, ich muss irgendwie das Spiel lauter stellen, die SFX leiser und die Musik nochmal leiser. Wusste ich's doch. Und nimm ihn nicht in Dienst, sonst wird er dich verraten. Zu meinem Verdruss erkannte ich die Wahrheit dieser Worte an dem Tag, als wir in Azad Ehrengäste des Sultans waren. Zu leise. Euer Besuch bringt Glanz und Freude. Kann man das kurz... Nee, kann man nicht pausieren, aber ist egal. Wir machen ganz schnell den Lautstärke-Mixer hier. Dann stellen wir das... Ah, fuck, ja, bringt ja jetzt gerade nichts. Ja, muss ich außerhalb einer Cutscene sein. Die Pracht Azads wird in der ganzen Welt gepriesen. Aber das Beste kommt noch. Ich überreiche euch den Sand der Zeit. Möge die Freundschaft unserer Königreiche so lange währen wie die Zeit selbst. Der Sand, warum glüht er? Ich kann es euch verraten. Die Sanduhr birgt ein Wunder, das kein Lebender je gesehen hat. Leider
kann nur der Dolch den Sand der Zeit entfesseln. Und dieser gehört einem Höheren als mir. Einem jungen Prinzen, der seinem Vater kostbarer ist als alle Schätze Indiens. Möglicherweise ist er bereit. Nein. Nein! Nein! Halt! Wir lachen. Der Hunde so. Was geht denn hier vor? Alicia Shikataha. Ja, besser gegen Sand kämpfen. Hey, kill ihn kurz. Ich kann eure Tat rückgängig machen. Gebt ihn mir. Die Dad da drin, ganz sicher. Einer wird bestimmt der Endgegner oder so. Ja, Zombonen jetzt auf einmal. Lass mich raten, ich muss die Holde Maid retten, ja? Die erinnert mich vom Grafikstil an God of War 3 und God of War 3 ist fucking 10 Jahre später oder so rausgekommen, ne? Muss man Ubisoft lassen, die haben damals schon Händchen für alles gehabt. So, jetzt ganz kurz. Wir stellen jetzt die Lautstärke generell auf 35%. Hat gar nichts geändert, oder? Wait, what? Warum hat das nichts geändert? Hä? Warte mal. Wieso ist nichts geändert? Ich verstehe es gerade nicht. Warte mal kurz. Es ist doch aber auch die einzige Exe, die ich davon habe. Hm. I don't know. Dann muss ich... Ich glaube, ich krieg das nicht viel lauter, merke ich gerade. Aber jetzt ist es so laut, wie es geht. Hört man ja auch. Sprache ist komplett voll. Das ist ja doof dann. Kann über meinen Mixer nicht viel einstellen. Oh. Ho. Ho, ja. Ho. Bitches. Prinz, benutzt den Dolch. Nö. Sand. Ach, in die Reihen sanden oder was? Sonst kommen die wieder, oder wie? Ah ja. Ich muss den erst das Licht entnehmen. Oh! Jetzt! Tötet ihn! Ho. Ah! Verstehe. Jedes Mal, wenn ich erhoben sich und kämpften weiter. Ich merkte schnell, dass ich sie von ihrem elenden Dasein befreien konnte, wenn ich den Sand, von dem sie besessen waren, durchsuche. Oh, kann ich noch nicht? Bitch! Bitch! Get fucked! Digga, die Kamera, die ist ja komplett wild unterwegs. Ich glaube, damit absorbiere ich auch diesen Sand, ne? Damit meine Ladungen höher sind. Was, Junge, was? Huh. Digga, dieser Schlag in der Luft, der ist sick. Direkt finishen die Jungs. Bitch. Ich gegenseitig, genauso wie es sich gehört. Hey. Das ist ja auch mein Kick blocken, so nicht. Der kommt hier mal wieder. Wie viele noch? Au. Au. Hast du gehört? Fucking au. Persische Sohn. Ah. No joke, bisher mag ich das Game richtig gerne wieder, ne? Ich habe das ja vor Jahren gespielt, aber
das war ich. Außer das Rumgehangel, das lerne ich jetzt wohl. Gern doch. Hier drauf. Speichert. Yes. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Okay, danke. Ich finde das voll geil mit dieser Synchro, wenn man speichern will, so, wollen wir hier nächstes Mal wieder starten und so. Das finde ich irgendwie cool. Ihr haltet mich für verrückt. Ich sehe es. Ich will da trotzdem rein. Was bringt mir das? Ah, das sind Speicherpunkte. Und wo ich Visionen kriege. Okay, okay. Verstehe. Deswegen wollte ich nochmal reingehen. Ich wusste jetzt nicht genau, ob das auch immer ein Speicherpunkt wäre, aber ja. In euren Augen. Ihr glaubt, meine Geschichte sei erfunden. Vielleicht bin ich verrückt. Wer würde es mir verdenken? Aber ich versichere euch, dass jedes Wort wahr ist. Okay. Jetzt wahrscheinlich zur Lady, oder was? Ja. Wo ist sie hin? Licia? Oh, Licia. Kann ich hoch, aber bringt's mir was? Oh ja, kann noch weiter hoch. Und hier? Ah, hier ist sie. Dann guck ich erstmal, was hier ist. Ah, kann ich da nicht hoch? Oder nur hier? Ah. Ich glaube, hier geht's dann weiter, ne? Ja. Hier wieder runter. Nö! Oh, ich will sterben wegen Aufprall. Wartet! Warum wusstet ihr davon? Zurück! Da ist Mr. Stengelsen, wo ich dran rum dingsen soll. Wenn ihr in Gefahr seid, haltet zurückspulen. Ja, das weiß ich. Okay. Und ist irgendwas? Die Gästezimmer, in denen mein Vater, unser Hofstaat und ich die Nacht verbringen sollten, lagen Landwolke aufnehmen vor mir. Der Sand der Zeit war hindurchgeflossen. Haltet ihr der Dolch einen neuen? Ah. Nur ich. Das sind so was wie die Lebensdinger, die man findet. Hatte, war verschont geblieben. Gab es noch andere wie mich, die am Leben waren und sich in den Ruinen verbargen? Es sah nicht so aus. Ho! Ho! Komm schon! Nice! Das spiel ich immer noch an dem Game. Die Mobility. Einfach 2002 oder 2003 oder sowas. Auf jeden Fall 2002 oder 3. Da könnt ihr euch sicher sein. Und damals konnte Ubisoft schon so eine Sachen machen. Mauer zur Stange. Wo ist die Stange? In einer anderen Richtung? Muss ich Kamera drehen? Ah, da ist die Stange. Oh. Okay. Digga, auch die Animation und so. Sick. Halt! Hatte ich sie wirklich gesehen? Oder haben meine Sinne unter all den Schrecken versagt und ein Phantom geboren? Wie auch immer, ich konnte nicht ruhen, ehe ich sie nicht wiedergefunden hatte. Eine Lady mal wieder. Na ja, klar. Okay. Water. Water. Oh, Water. Okay, weiter geht's. Kommen wir hier hoch oder hier rein? Hier rein. Hier nochmal hochgucken, ob da eine Wolke oder so ist, die ich aufnehmen kann. Ja, das hatte ich in der Zeit schon gesehen, ja. Ist da Water? Nee, kann ich nicht hoch. Okay. Kameraführung damals natürlich noch nicht so geil, aber... Das war falsch! Und da bin ich. Oh Mann. Mann, der Mauer zur... Ach, ich muss zur Stange laufen. Ah. Now I see. Okay. Got it. Und hier wahrscheinlich auch hinlaufen. Yes. Und dann Stangen loslassen. Okay. Okay. Was soll das, Fetti? Bitches? Wollt ihr was? Oh, da ist noch einer, okay. Direkt weggemacht hier. Doch nicht. Oh. Ja, da kriege ich jemand volles D. Ich dachte es mir fast. Seid ihr für hohe Priester hier?
Nein, den anderen. Genau. Digga, das Game macht übel Bock. Aufnahmen erzeugen den ersten Machtbehälter. Ich merkte schnell, dass der Dolch die Zeit anhalten konnte, wenn jemand Sand gesammelt hatte. Nicht für mich, aber für meine Feinde. Yes. Fucking right, bitch. Okay. Sick. Bessere Kampfanimation als vor Honor. Lul. Meine Wolken. Muss ich jetzt wieder hoch, oder wie? I guess. Nee. Falsch. Wait, was? Durch welche Tür oder so muss ich denn? Hat sich doch beachtet. Muss ich ans Beet? Nee, ne? Ja, muss ich immer anders lang. Kann man Kamera erhöhen? Ja, genau. Da komme ich nicht mehr ran. Muss das doch hier. Oder warte mal, kann man hier Säulenjumpen machen? Yes. So. Yes. Vielleicht hilft das ja in irgendeiner Weise. Ich weiß es nicht. Welche Säule ich genau nehmen soll, aber. Komm ja nicht dran, ne? Ne. Aufs Bett? Ne. Vielleicht von hier rüber. Ne, da ist nur eine. Nur ein Dings. Warte mal. Bei einem Wallrun schaffe ich da nicht hoch. Muss ich denn das? Das muss ich drauf, oder? Ne. Da müssen wir hier. Yes. Ah, okay. Wie komme ich nach oben? Ah, mit. Ah, wait a minute. Andere Seite. Drehen. Und dann muss ich bestimmt so. Ich kann keinen Double Jump, okay. Zumindest nicht von der Seite, I guess. Muss ich mal gucken. Aber das ist der richtige Weg hier. Oh, der Könner. Doch, ging. Ah, da war nur einmal. Komm, im Schwung. Oh. Oh. Das ist komplett geil, das geht. Geil. Oh. Wölkchen oder Speicherpunkt? Und ich darf wieder in die Zukunft blicken. Hm? Okay. Schwingen, einstürzen, Säulen, laufen, schwingen, springen, klettern, springen, laufen. Sie wird gemobbt. Hm. Ach, kann man die blocken und insta-killen? Hey, the fuck. Ja? Yes. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Genau. Ein bisschen gesleep. Hört sich gut an. Woher kamen diese Visionen, die mich wie fiebrige Träume überfielen? Wenn ich erwachte, fühlte ich mich matt und niedergeschlagen. Matt. Und jedes Mal trat ein, was ich sah. Als ob mir der Sand der Zeit ein Blick in die Zukunft gewährt. Oh. That's the Sandwolke. Give me that. Okay. Hier ist ein Stängchen. Stängelchen. Okay. Hier noch einer? Yes. Aber. What the fuck am I going to do this? Like this here? Oh. I think so. Was bringt's mir, wenn ich jetzt nach hinten gehen würde, theoretisch? In die andere? Ah, da komme ich gar nicht ran. Gut. So. Oh. Der beste Imbiss. Das ist einfach der Prinz. Der Morfucking Prinz. Ist der runter oder hier rein? Der runter sieht falsch aus. Oder? Der ist hier nur so ein Looting-Spot. Ich glaube, hier geht's richtig weiter, ne? Oder auch nicht. Ist black.
Ah, oh. Okay. Bin ich richtig, okay. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Ich glaube, ich bin nicht mehr in Azad. Wow. Boah, geil! Jedes Wasser trinken, was er findet. Ganz wichtig. Bitte? Am I at the wrong place gewesen, oder? Was ist geschehen? Seltsam. Ich fühle mich wundervoll. Hä? Voller Wunder fühlst du dich? Nee, du musst so hin und dann müssen wir so springen. Ja. So. Langsam. Ja. Das ist gefährlich. Muss aufpassen. Okay. Another Wolke, right? Give it to me. Okay. Ich sehe nichts da hinten. Okay, dann muss ich wohl so oder so hier runter, I guess. Aha. Hey! Gib mir den Dolch! Wer seid ihr? Ich bin Farah, Tochter des Maharajas, den ihr den Dolch gestohlen habt. Das ist euer Werk. Ich sah, wie mein Vater zu Sand wurde. Und wir teilen sein Schicksal. Wenn ihr mir nicht den Dolch gebt, um eure Tat rückgängig zu machen. Euer verräterischer Visier gebrauchte eben diese Worte. Von nun an vertraue ich nur noch mir selbst. Skarasöhne. Lauf! Einmal am Boden hauen. Als Warnung. Zurück in die Eingangshalle und wartet dort. Los! Es geht los. Was willst du, hä? Was willst du? Was wollt ihr? Was ihr wollt? Oh, ihr habt auch Sandfähigkeiten, I guess. Ah, okay, warte mal. Ho! Oh. Ach, dadurch kann ich die fast. Kann ich die slowen? Ah! Hey, au! Au! Ho! Digga! Au! Komm ich nicht weg? Kann ich über euch rüberspringen? Ich denke nicht. Nee. Oh. Nice. Nur ein paar Hits gecashed. Persische Mucke, Junge. Nun erinnerte ich mich an sie. Seit wir Indien verlassen hatten, war sie da. In der Wüste fühlte ich ihre dunklen Augen auf mir. Sie und ich, die zwei einzigen Überlebenden. Sagte ich zwei. Verzeiht, wir waren drei. Wir waren drei. So, was gab's hier? Gibt's hier noch ein Sandbrock hier, oder? Sabanasihi. Gib es mir. Okay. Okay, da geht's raus. Geht's hier weiter? Ne, da komme ich so nicht rüber. Muss ich hier lang. Sanduhr. Was? Was? Einfach von so Geiern geklaut? Wieso geil, Mann? Jetzt sind wir die Herrscher der Zeit. Dessen, was ich sah. Aber ich wusste, mit Sicherheit hatten diese Kreaturen einen Meister. Der Mann, der mich dazu brachte, die Sanduhr zu öffnen, hatte seinen Willen. Und aus irgendeinem unbekannten Grund begehrte er den Dolch und würde nichts unversucht lassen, ihn zu besitzen. Weil er komplett am Verrecken ist vielleicht? Ich wollte ihm geben, was er begehrte, und den Dolch in seinem verräterischen Herz versenken. Geil! Da sehe ich ihn. Ui, ich kann die Sicht nicht vergrößern. Ich denke mal, das Herz hat was zu bedeuten, wenn ich hier hin kann. Oder? Hat es nichts zu bedeuten? Vielleicht doch nicht. Ist auch nur so ein Zwischenschritt. Weiß es nicht. Ich komme hier nicht mehr hoch.
Gut, dann so. Am hier, Bitches. Oh nee, Digga. Zieh Schwert! Ich hab kein Schwert in der Hand. Ich kann auch keinen Schaden machen. Fucking heck. Ah, jetzt. Oh, okay. Besser ausgearbeitet als manches Spiel heutzutage. Hätte sich Ubisoft mal wieder in ihren alten Titeln orientieren sollen, wa? Because that was cool. Okay, da unten ist noch so ein Teil. Hier komme ich nicht weiter, also gehen wir hier lang. Wait, muss ich hier hoch? Ah ne, hier bin ich runtergekommen. Oh, nicht so. Eher so. Nice. Why the fuck habe ich jetzt das Schwert in der Hand? C zum Wegpacken, ne? Ja. Ich wusste gar nicht, dass man hier auch das Schwert ziehen kann. Okay. Muss aber runter, oder nicht? Nicht hoch. Hier. Ah doch, hier geht's. Noch weiter hoch. Wait, aber ich will unten den. Obwohl, vielleicht muss ich ja später hier nicht fahren. Ich weiß es nicht. Wehe, wir müssen das jetzt, ne? Ich sag's dir. Auch noch so ein Sand. Staub. Jojojo. Okay. Von hier kann man dann darüber. Ich denke schon, dass wir selbstständig runter und wieder hoch müssen, oder nicht? Weil wenn. Das wurde mir auch extra unten angezeigt, dass da was ist. Da muss ich mal schauen. Hier kann ich keinen Wallrun machen, hier kann ich auch nicht von wegspringen von der Säule, okay. Das heißt, ich müsste hier vielleicht so. Nee, so nicht. Ist weit gesprungen oder wie läuft das? Was ist eine Rolle? Nee, ich komme da nicht so ran. No way back. Außer. Geh hier drauf vielleicht. Wait a minute. Boah. Hier dann wahrscheinlich, richtig? Ich sehe nichts. Okay. Mal in die Ecke springen, oder? Ja. Jetzt nochmal runter. So, jetzt muss ich mal gucken, wie kommen wir heil nach unten? Von hier oder vielleicht wirklich, wenn wir weitergehen? Weil von hier kann ich ja wieder da dran springen, dann darüber. Kommt man von da drüben safe runter? Und wieder hoch? Nee. Oder doch da, das ist eine Säule. Aber da komme ich von da nicht ran. Muss ich also, wenn von hier von der anderen Seite. Okay, da waren wir doch richtig, glaube ich. Okay, nochmal ausprobieren. Was machst du da? Was machst du da, Bruder? Ich hab nur noch eine Ladung jetzt. Weil du hier komisch runterspringst. Genau. Lass das doch am besten, ja? Uiuiuiui. Kameradrehung ist manchmal ein bisschen kritisch. So. Und hier nach da komme ich nicht. Genau. Muss ich hier weiter, I guess. Nicht so weit am Rand! Du kannst halt in der Luft nicht steuern und vorher auch nicht wirklich, wo du hinspringst. Das macht den Anschein, aber... Nee. Ho! 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 Und jetzt... Wo ich gerade auch wieder runter... Nee, da kommen wir her. Aber ich kann den Wallrun hier gar nicht machen. Weil von hier komme ich da ja nicht hin, da ist weg. Hier ist ein Knacks. Was ist jetzt los? Warum kann ich die Kamera nicht mehr ändern? Hallo? Hallo? Was war das? Geh wieder in die freie Kamera. Jetzt los, sofort. Ja? Ja? Boah, die Säule ist das, oder was? Ich kann hier doch safe nicht wallrunnen, ne? Ja, dachte ich mir. Kann man aber runterklettern, wenn ich das richtig sehe, ne? Or na. Ja. Gut. Unten ist Leben zur Not.
hab nichts mehr in meinem Machtbehälter. Die Cutscene zum Wegpacken ist mal ganz wichtig, meiner Meinung nach. Okay, muss ich die hier nutzen oder kann ich hier direkt... Okay, ich denke, ich kann da irgendwie direkt dran springen. Muss ich probieren. Manchmal macht das nicht richtig. Ah, gut. Dachte nämlich gerade schon wieder, er kriegt die nicht. Bitches! Schnellste Krieger. Weg damit. So. Ist hier irgendwas Besonderes? Nö, ne? Ich glaube, hier muss ich einfach nur rüber zu dem hier, I guess. Ah ja. Oh. Ja. Yeah. Von hier können wir runter. Oh, da sind Bitches. Gib mir some Ladung. Oha. She pretty fast. Nein, ich will den finishen. Kann ich nicht. Es war der Dolch der Zeit. Ich begann zu verstehen, warum der Vizier ihn unbedingt besitzen wollte. Fuck. Ist er. Fuck. Nicht hier in die Ecke drücken. Nein. So, nehme ich nicht. Oh, den Tank hier. Warte, bis der Gegner schlägt, dann links zum Gegenangriff. Mal gucken, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Mann, du nervst! Oh. Mhm, Bitch. Want some? Want some of that? Schön ins Arsch. In Arschfalte, sagen wir mal. Ins Arsch. Wollte ich eigentlich sagen, dann dachte ich mir so, nee, muss jetzt nicht, ne? Keine Kraftausdrücke hier auf dem Channel, wenn wir Prince of Persia spielen, ne? So nehme ich nicht. Die Kraftausdrücke sparen wir uns. Oh, kann ich noch nicht. Ja, okay. Hier, Bitches. Nochmal zwei Bitches, okay. Sag mal. Knallen muss es. Snag him. Ah, oh, ich kann ihn nicht snacken. Den aber. Mal einen Kick in die Fresse. Junge, kommen mir ein paar zu viele gerade. Au. Lass mich nicht verarschen, Junge. Die ist kurz geslowed as fuck. Ich krieg trotzdem Damage. Oh, ich werde richtig in der Ecke geprügelt. Muss ich die Zeitlupe aktivieren, oder? Ich glaube nicht. Digga, ich wollte sie hier wieder, genau, aussaugen. Kommen echt viele Gegner, ey. Sommer. Got it. Neuer Machtbehälter erzeugt. Sind alle Machtbehälter... Was? Okay. Ja, hier hinten war doch noch irgendwo... Heal! Was ist eigentlich mein Leben? Da brauche ich aber richtig viel gerade. Das hier wurde mir angezeigt. Was ist das? Ah! Ziehen, schieben, okay. Ich jetzt erstmal hier die Wolke einsammeln. 16 Wolken für ein Level Up. Die ist aber geisteskrank. Die ist aber ganz schön geisteskrank. Okay, ziehen. Weißt du, was hier los ist? Wait, aber. Wo muss ich damit hin? Huh? What the fuck bringt es mir, wenn ich es nach links und rechts verschieben kann, ne? Das ist alles? Ah, cool. Nee, hä? Ah, es war zu weit vorne. Okay, und wenn ich jetzt sage, ich will da jetzt dann hoch, dann geht es nicht.
Okay, da muss ich wahrscheinlich gucken, dass ich... Ist es richtig? I don't know. Ach, die hier auch? Okay, okay. War das das Falsche, was ich verschoben habe, oder? Ich dachte, ihn halt zum Jumpen da, aber sind sie nicht anscheinend. Oder ist es einfach nur, dass ich es lerne? Gucken. Yes. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Jetzt müssen wir noch rausfinden, was wir verschieben müssen oder wie wir es verschieben müssen. Dass wir weiterkommen. Weil ich kann halt alles nach links, rechts, sonst wo verschieben, aber da wird mir nichts bringen bisher hier. Hier wird es mir was bringen, glaube ich. Weil ich dann da drauf jumpen kann. Oh, okay, hier ist eine Door. Dahinter sollte keine sein. Wir gehen aber mal auf Nummer sicher. Okay. Nur dafür ist wahrscheinlich gut gewesen. Das hatte ich verschoben und da drüben noch. Wait, war ich nicht aus dem Teil? Gut, hier aber. Gucken wir mal. Okay. Dann war das die eine Tür da, die ich freigelegt habe. Okay. Ich bin es, der Prinz von Persien. Oh. Der fast in den Tod gesprungen wäre. Okay. Mhm, eins Volke. Neuer Sandbälder erzeugt. Sehr gut. Das war das Ding, was sie hatte, ne? So, zumindest erinnere ich mich daran, diesen... Was ist denn jetzt schon wieder los? So. Oh ja, das hatte ich gesehen. Ah, muss ich verschieben. Ah, nicht so. Ah! So. Okay. Müssen wir einmal kurz eine Pinkelpause machen. Ich wackel schon die ganze Zeit wieder mit meinen Beinen. Das fuckt mich dann immer selber. Kennt ihr bestimmt auch. Ein bisschen pissen muss. Kleinen Moment, gleich wieder. So. Dann muss ich jetzt Sachen ziehen, I guess. Schieb. Zieh. What? Wait a minute. Ah, den Dings nutzen, oder? Den Dolch, um die Zeit zu verlangsamen. War das nicht, wenn ich R anklicke, glaube ich? Was war? Ah. Oh. Yeah! Okay, und das kostet eine dieser Mondanzeigen, I guess. Gott sei Dank! Ich dachte, ihr wärt einer von denen! Helft ihr mir, das Verteidigungssystem zu aktivieren? Warum? Nein. Wir sind beide dazu nötig. Ich setze die Achsen zurück. Der Mann, der das normalerweise macht, ist... Ach, egal. Fahrt die Plattform nach unten. Benutzt die beiden Kurbeln, um sie wieder hochzufahren. Auf einmal hat er sein Mikro bei Aldi gekauft. Eben gerade war es noch von Thoman. What the fuck? Seht ihr die vier? Ah, da ist es wieder. Ihr müsst sie alle vier, eine nach der anderen, aufnehmen. Dann müsst ihr sie zusammen nach oben bringen. What? Achtet auf die Reihenfolge, in der ihr sie aufnehmt. What? Da hinten soll ich drauf. Gut so. Ihr habt die erste. Nun nehmt noch die drei anderen. Nee, ich dachte, jetzt schiebe ich erstmal das Teil. Achtet auf
die Rillen! Was für Rillen? So, hier ist keine andere. Doch, hier ist noch eine, die man aufnehmen kann. Nee. Hä? Ich soll auf die Rillen achten. Das verstehe. Genau! Die eine Kurbel dreht die Plattform! Die andere hebt und senkt sie! Ja. Jetzt warte mal. Wo muss ich den hinbringen? Da ja nicht, oder? Dann hoch, dann da, 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 da. Ich habe keine Ahnung, wo das hin soll. Warte mal, da. Ah, hier. Sehe ich da die Position der Zeit oder? Nee, ne? Da, wo sie hin müssen, glaube ich. Unten links war sie, also da. Und dann soll sie nach ganz oben, oder? Warte mal. Ja? Ah, jetzt muss ich wieder was aufnehmen, oder? Muss ich? Ja. Gib es. Sachte! Überlegt, was ihr tut! Hm? Da soll Mond und Dings sein. Ist es. Oder ist das, das ist nicht die Vorgabe? Ich glaube, ich muss sie dann dahin bringen, ne? Mond ist da. Muss ich... Ah, okay. Das heißt, ich muss erst das obere verschieben. Pack das zurück. Okay. Jetzt muss ich ja so ein bisschen höher, I guess. Und dann das erste aufnehmen, oder? Nee, höher, höher, höher. Nicht runter, nicht runter, ey! Andere Seite, oder was? Aber man kann nur schieben, nicht ziehen. Nein, ich will das nicht nehmen. Das bringt mir doch gerade gar nichts. Oder kann ich das da rausführen auch so? Nee, kann ich nicht, weil es nicht nach unten geht. Ja. Jetzt nehme ich den hier. Nee, der ist aber richtig, ne? Nee, der ist richtig. Ah, wait. Ah, ich kann sie doch einfach aufnehmen. Ja, stimmt. Oh, das ist ein bisschen hoch jetzt. Sorry. Noch nicht. Ja. Ihr müsst alle vier Achsen aufnehmen. Und gleichzeitig und sie reinpacken. Dann nach oben bringen. Verstehe. Verstehe. Das heißt, hier soll der Mond aufgenommen werden. Okay, dann nehme ich hier den Mond auf. Wie genau wie mir die Cutscene das jetzt ein drittes Mal zeigt. Gib es. Sachte! Überlegt, was ihr tut! Stimmt. Ich muss hier aber trotzdem da rausnehmen, die obere, und erstmal woanders hinpacken. Wäre es da oder so? Ja, das macht Sinn. Warte mal. Das heißt, ich muss jetzt... Oder könnte ich die aufnehmen und drehen? Weil ich kann die ja nur in diesen Dingern führen. Nee, 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 nee. So, so geht's runter, so geht hoch, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ja. So, und dann muss ich sie drehen. Wo ist denn der Halbmond? Da. Andersrum eigentlich, aber passt schon. Weiter. Weiter. Geht nicht. Andersrum vielleicht? Ja. So, genau. Sachte! Überlegt, was ihr tut! Tue ich, ja. Dann am besten den irgendwo runter. Nee, wait, das ist dieser Weg nach oben. Die andere Richtung, wenn ich da noch einmal hingehen kann? Kann ich. Okay. Dann einen runter. Hä? Ach, das war wieder hoch. I was wrong. Okay. Kann ich aber nicht. Hä? Hä? Kann ich die irgendwo anders abladen? Wait a minute. Stimmt, da muss ja so ein vorgefertigtes Loch für sein, ne? Dann warte mal. Müssen wir damit jetzt erstmal in die... In die Richtung, wo sie runter kann. Ah. Wait a minute. Und dann kann ich die doch wieder loslassen, oder nicht? Ist das falsch? Der Helga, warte mal. Mal ganz kurz. Das wird wieder geil, hier die ganzen Rätsel machen. So, und jetzt könnte ich... Was ist da unten für eins? Das Mond. Mond ist... Hier.
Jetzt runter. In die Richtung. Ja, okay, wir kommen voran. Mond. Sachte! Überlegt, was ihr tut! Dann. Wo ist denn der andere eigentlich noch? Ist der nicht noch ganz unten irgendwo? Da ist er. Ist ich kann halt nicht runtergucken. Ja, das müssen alle nach unten gehen können, ne? Der kann noch einen, der kann nicht. Ja, so läuft das hier aber nicht. Ich muss hier alle gleichzeitig reintun. Mir fehlt der. Warte, wo ist die Position davon? Ich sehe es nicht. Ich sehe das nicht. Kann ich noch einen runter irgendwie? Nein. Nur einen hoch. Dann drehen, I guess. I don't know. Kann ich die nicht schon mal einsetzen eigentlich? Wenn ich jetzt hochgehe. Kann ich die nicht einsetzen? Ne, ich muss alle gleichzeitig einsetzen, hat er gesagt, ne? Ich kann es ja trotzdem mal probieren, aber ich glaube, ich muss alle gleichzeitig einsetzen, ne? Oder? Gucken wir mal. Ja, muss ich. Gut, das heißt, ich habe jetzt schon drei. Hier ist noch die letzte und ich habe keine Ahnung, wo die steckt, weil ich nicht nach unten gucken kann. Keine unten gucken. Vorsicht! Nee, nix Vorsicht. Wenn ihr euch das Genick brecht, halt deine Fresse. Ich muss gucken, alle. Wo die andere. Also nicht auf der Seite. Der anderen. Himmel! Passt auf, wo ihr hintretet! Gib dir gleich. Der ist jetzt hier unter mir, oder? Ich glaube. Da, irgendwo muss der sein. Digga, das ist gar nicht mal so einfach. Ja. Runter. Jetzt vielleicht nochmal mich hinhängen. Schreist diesmal nicht rum. So, weil da, ich sehe die beiden Positionen, wo die gerade, also wo die gestartet sind. Aber ich sehe halt das andere nicht mehr. Wir machen so. Passt an! Ich wollte mich fallen lassen und die Zeit zurückdrehen. Ah, geht sogar! Aber hilft mir gar nicht. Hilft mir kein bisschen. Hä, wo ist denn die letzte? Ach, da unten. Unter, hier vorne, unter dem ist es noch, ne? Da unten drin. Ja. Gut, unter den zwei Dingern hier. Wait, den kann ich doch nochmal ablegen, ne? Ja, perfekt. Okay. Aber doch nicht perfekt, weil ich glaube, ich hätte es anders von der Reihenfolge her machen müssen. Weil ich komme mit denen, glaube ich, nicht. Oder komme ich mit zweien gleichzeitig runter? Mit ihm komme ich runter, mit ihm nicht. Das heißt, den muss ich am besten wieder irgendwo ablegen. Aber du kannst die hier nicht ablegen. Warte mal, dann brauche ich den Mond nochmal. Ich gebe dir gleich nur noch eine. Die ist ganz unten, die kriege ich so nicht. Mond war da. Okay. Jetzt einen runter. Dann den Mond einsetzen kurz. Dann hoch. Achso. Dann. Er hier, ne? Ja, genau. Einmal hoch, einmal links. So, den jetzt wieder einsetzen. Dann muss ich jetzt von unten den anderen erstmal irgendwie holen. Komme ich so runter? Da lang? Glaube, ne? Oder ja, da ist der richtige Weg runter. Okay. Dann rüber. Dann runter. Pass jetzt mal auf hier. Wo war denn der? Da ist die andere. Wait, nee. Das ist die andere. Die ich schon habe. Hä? Ich hab die doch eben gesehen. Ach, da ist sie.
Und wie komme ich jetzt dahin? Kann ich den noch weiter dahin drehen? Warte mal. Du bist der Vollmond. Kein Mond? Ich glaube, kein Mond soll das sein. Das heißt, die Seite muss dahin und dann runter. Ich kann aber nicht nach rechts. Das heißt, ich muss das Ding auch nochmal ablegen. Hä? Da hat man ja von Anfang an... Entweder bin ich völlig wrong, oder man hat von Anfang an das falsche Ding hier dran. Auf Trollbasis. So. Weil das andere Ding kriege ich nicht richtig raus. Ja, hier sind die nämlich die ganzen Positionen. Schön, dass man die jetzt wieder einsehen kann. Kriegt zu viel, Mann. So, du musst jetzt hingedreht werden für Mond. No Mond, meine ich. Dann kann ich den aufnehmen. Genau. Okay, das kommt einfach immer nur, wenn ich was aufnehmen kann. Okay. Verstehe. Dann nehmen wir den. Vorsicht! Nehmt ihr diese Achse zuerst, bekommt ihr später Probleme! Hä? The fuck soll ich sonst machen? Ich kann die sonst doch gar nicht mehr runterführen und aufnehmen, weil ich die ganzen... Ich kann halt nicht mit allen runtergehen gleichzeitig. Da muss hier einer rein, dann da wieder runter... Nee, da rein. Digga, das wird noch ein Spaß hier. Also soll ich die Achse nicht nehmen? Also soll ich die hier wirklich als erstes nehmen? Oder nicht? War das die falsche? Überlegt, was ihr tut. War das die falsche? Das war die falsche. Ich wollte die andere nehmen. Die hier. Muss ich erst hindrehen? Zweimal? Also muss ich die als erstes nehmen. Full Moon. Wo ist Full Moon? Da ist Full Moon. Okay. Jetzt gehe ich damit zur Seite. Dann das eine hier drüber. Nee, ne? Dann muss ich das wahrscheinlich so drehen. Warte mal, wo ist denn meine Achse? Und rechts daneben ist Dings. Ja, das sollte ja passen. Dann muss ich also einen hoch. Dann rüber. Dann runter. Ich glaube, ich hab's. Also den Anfang hier. Ja. Digga, wenn du jetzt wieder sagst, nehmt ihr diese Achse zu als zweites und habt ihr auch Probleme. Nummer zwei. Ah. War also richtig. Dann hoch. Dann drehen. Noch ein. Ja, das sieht schon besser aus. So, jetzt. Hoch. Das hier bringt mir nur, dass ich eigentlich den da aufnehmen kann, aber da kann ich noch nicht. Ja, weil die können ja nichts anderes machen. Noch einen. Muss ich Mondsohn nehmen? Geteilter Halbmondsohn, meine ich natürlich. Dann. Oder? Warte mal. Drehen. Drehen. Ja. Dann kann ich auch einen runtergehen. Wo ist die andere Achse hier gewesen? Ist das die... Das ist die, da drunter liegt, ne? Die Mondachse. Das heißt, ich müsste runter wieder. Wenn ich den einen rüber mache, noch einen rüber, dann einen runter. Das könnte gehen. Noch einen. Ja.
Und dann runter. Ja. Der Puzzlemaster. Braucht zwar eine Stunde dafür, aber der Puzzlemaster. So. Die aufnehmen. Alle vier! Nun bringt sie rauf und verbindet sie mit ihren Zahnrädern. Ja, mach ich. Das ist Halbboy. Ein Hoch. Einmal drehen. Bitte, bitte, bitte. So, dann haben wir alles an Ort und Stelle. Rein damit. Voll. Ich wusste, ihr schafft es. Na klar. Muss nur jetzt mal verstehen, wie das ganze Teil funktioniert, Bruder. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Seht ihr die Plattform? Betätigt euren Hebel, dann bin ich dran. Moment. Gut. Achso, und jetzt, was? Jetzt einfach rein da, oder was? Nee, was hat er gesagt? Achso, hier rüber. Oh, sorry. Was für eine Maschine ist das? Ich sagte, es ist das Verteidigungssystem! Verschwendet keine Zeit! Betätigt den Hebel! Ja, okay, gut. Muss hier mal angeschrien werden direkt hier. Meine Güte. Um Himmels Willen, worauf wartet ihr? Betätigt den Hebel! Ich warte darauf, dass ich den Hebel betätigen kann, aber ich kann... Achso, muss ich ranspringen. I guess. Nein, muss ich nicht. Hä? Du bist ja jetzt nicht gestorben, oder? Ah, ich wollte schon sagen. Wie denn? Auf Rechtsklick geht's nicht. Auf Linksklick auch nicht. Pack die Scheiße weg. Springen. Ah. Macht er sonst nicht, sonst rollt er immer nach vorne. Wenn ich einfach nur Leertaste drücke. Geschafft! Geschieht den verfluchten Dämonen recht. Sie sollen den Tag bereuen, an dem sie den Palast von Azad angegriffen haben. Was ist jetzt mit ihm falsch? Why is he dying? Sind die Dämonen hier? Dämonen? Ha, Dämonen. Give me my sand back. Von der Wand abspringen geht auch. Lul. Oh, lul. Das kenne ich noch nicht. Wurde mir noch nicht erklärt. Egal, aber wir haben schon mehr als 10%. Das ist eigentlich mein Ziel, was ich heute erreichen wollte. Ich glaube, wir switchen jetzt. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Oh, ist aber sick. Macht Spaß. Findest du ein geiles Game? Fühl ich. Okay. Was habe ich getan? Du hast das Verteidigungssystem aktiviert. Perfekt. Möchtet ihr gehen, bevor die Geschichte zu Ende ist? Ausnahmsweise schon, ja. Wie ihr wünscht.